Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir schauen uns gemeinsam die Neuzugänge aus Juni 2019 an, also welche Bücher ich im Vorjahr gekauft habe. Und während wir das uns anschauen, stellen wir uns die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Wir schauen gemeinsam, welche Bücher schon gelesen sind, vielleicht auch an was ich mich bei den Büchern noch erinnere und ja, was so ein bisschen hängen geblieben ist. Und ich konnte meiner Statistik entnehmen, dass 6 Bücher letztes Jahr im Juni eingezogen sind, davon wohl aber eins ein Buch war, was nicht auf dem Sub gelandet ist. Das habe ich ja immer mal wieder und ja, umso neugieriger bin ich jetzt, welche Bücher das sind, und ich wünsche uns jetzt gemeinsam ganz viel Spaß bei dem Video. Und da sitzt sie, die sommerlich gekleidete Steffi. Ja, da war die Monstera noch an anderer Stelle gestanden, aber ich liebe sie ja sehr. Ja, es beginnt mit The World in My Mind von Laura Newman, und das war, glaube ich, das Buch, was nicht auf dem Sub gelandet ist, denn dabei handelt es sich ja um Coherent, was, nachdem es vom Drachenmond Verlag zurückgegeben wurde an Laura Newman, verändert wurde. Sie hat den Titel geändert und das Cover. Und ich finde den Titel tatsächlich mit The World in My Mind viel passender als Coherent, weil man sich etwas vorstellen kann. Und das Cover, ja, entspricht definitiv eher dem Jugendbuch und auch, ja, so ein bisschen der Liebesgeschichte, den Roadtrip, den es auch gibt, als es vielleicht Coherent war, was zum Teil ja vielleicht schon sehr Science-Fiction-mäßig ausgesehen hat. Ich habe das Buch damals unfassbar gerne gelesen. Ich mochte den Roadtrip, diese Idee, was ja das im Grunde behandelt hat. Dann Herzschmückerclub von Ella Wünsche. Ja, ich habe das auf jeden Fall gelesen. Ich weiß, dass mich Cover angesprochen hat, die Idee dieses ja, Schmökerclubs, ja, dass mich das angefixt hat. Es war, ist, glaube ich, eine Self-Publisherin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Verlag erschienen ist. Ich kann mich aber an nicht mehr sehr viel erinnern. Ich weiß auch gar nicht, ob es mich so begeistert hat oder ob ich es vielleicht nicht sogar abgebrochen habe, weil es irgendwie nicht das gehalten hat, was ich erwartet hatte. Ja, das ist ja immer mal so. Ja, dann ist eingezogen Nebelwind, der erste Teil von Marlen May, und da hat mir das Cover unfassbar gut gefallen. Ich glaube, ich habe das bei Lovely Books gewonnen, wenn ich mich nicht irre, und ich habe es auch letztes Jahr sehr, sehr gefeiert. Ich glaube, mittlerweile müsste es auch den zweiten Teil geben, und vielleicht sollte ich den tatsächlich mal lesen, weil ich weiß, dass mir der erste Teil sehr gut gefallen hat und wir hier ja wirklich eine, ja, High-Fantasy-Geschichte haben oder eher so Urban-Fantasy, weil ja der Charakter, also die Protagonistin, aus unserer Welt ist und in diese Welt kommt. Und mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen. Ich weiß gar nicht, war es eine Leserunde oder war es ein Gewinnspiel? Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, und umso mehr, ja, habe ich mich darüber gefreut und es dann auch sehr gerne gelesen. Und das Lesezeichen hatte ich letztens auch erst in irgendeinem Buch wiederverwendet, weil ich diesen kleinen Kolibri so total niedlich finde. Und ja, also definitiv auch ein kleines Highlight-Buch. Und ja, wo ich mich jetzt eigentlich, glaube ich, einfach mal an den zweiten Band machen sollte, müsste, weil ich glaube, ich habe das schon auf Instagram gesehen, dass der schon erschienen ist oder da ist, und ich glaube, habe das Cover schon gesehen. Dann ist das neue Buch von Michelle Schrenk eingezogen, Irgendwo hinter den Wolken. Und ich hatte ja im letzten Jahr leider 2 oder 3 Flop-Bücher von Michelle Schrenk, was mich sehr, sehr traurig gemacht hat, weil ich ihre Bücher, ihre, ja, Liebesromane mit dem besonderen Kick irgendwie, die immer sehr geliebt habe. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das Buch auch schon zu den Flops gehört. Das könnte jetzt durchaus sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Sommerbuch war, was mir nicht so gefallen hat. Und ich befürchte fast, dass es das hier auch war. Ich weiß gar nicht, ob das mit der häuslichen Gewalt war, das glaube ich, und ja, das, ja, hatte mir nicht gefallen, auch nicht, wie die Protagonistin das so damit umgegangen ist, und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das so in Erinnerung, dass mir das nicht gefallen hat. Ja, Die Katze im Lavendelfeld von Hermine Stellmacher habe ich gehört, wie man unschwer erkennen kann, und da hat mir das, in was im Cottage gespielt hat, glaube ich, am besten gefallen. Das im Lavendelfeld war tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und dann gibt es irgendwas mit Deutsche Vita, das fand ich, glaube ich, nur okay. Ich fand diese Idee mit den Katzen an verschiedenen Orten, und trotzdem hat die Katze nicht ganz so vorrangig die Geschichte erzählt, fand ich sehr schön, und Hermine Stellmacher, ja, hat sehr schön entschleunigt erzählt. Ja, Alle diese Welten von Dennis E. Taylor, das fand ich großartig. Ich mochte die Bobbyverse-Reihe super, super gerne. Und im August erscheint jetzt auch ein neues Buch von Dennis E. Taylor, worauf ich mich sehr, sehr freue.
und dazu nächste Woche in den Neuerscheinungen für Juli, August mehr. Und ja, ich fand diese Idee großartig mit dieser künstlichen Intelligenz, beziehungsweise ist hier ein Mensch, der eben gestorben ist, der hat sein Gehirn ja im Grunde verpflanzt und fliegt durchs All, um eine Alternative zu finden, fand ich richtig, richtig toll. Sehr humorvoll vor allem. Die schönsten Dinge siehst du nur, wenn du langsam gehst. Das war ein Buchtipp, den ich aus der Flow, glaube ich, hatte, wenn es nicht die Hücke war. Ich bringe die beiden immer durcheinander. Und das fand ich richtig schön. Es war kein klassisches Buch, sondern tatsächlich hat eher mit so Tipps und Hinweisen und hier so Achtsamkeitsideen etwas gebracht. Und ich habe das weitergegeben an eine liebe Freundin und auch die hat mir nur sehr, sehr Positives davon rückgemeldet und darüber bin ich sehr, sehr happy. Und ich hatte es dann auch an Weihnachten einer Kollegin geschenkt, die sich auch sehr gefreut hat. Und ja, also es war richtig schön von der Aufmachung. Es gab neue Impulse, hat mich sehr angesprochen und ich glaube, ich habe mir das ein oder andere dann eben auch einfach rausgeschrieben und auch optisch, ne, ist das wirklich ein richtig schönes Buch. Ich weiß gar nicht, warum es dann im Grunde irgendwie ausgezogen ist, was mir dann nicht mehr so daran gefiel, weil eigentlich habe ich es tatsächlich sehr positiv in Erinnerung und ja, das müssten sie ja jetzt auch schon gewesen sein, die 6 Bücher, oder? Ja, und das waren sie jetzt tatsächlich auch schon, die 6 Bücher und wenn ich richtig gezählt habe, 100% gelesen. Yippie, yippie, yay. Gut, ist natürlich jetzt bei 6 Büchern vielleicht auch nicht so ganz die Großkunst. Vor allem war natürlich auch eins der Bücher, wobei ich glaube, das hat neben den 6 Büchern gezählt. Also es waren im Grunde 7 Neuzugänge, wobei eben nur 6 als echte Bücher auf den Sub gelandet sind. Ja, fand ich richtig, richtig cool. Also freut mich sehr, dass ich die Bücher schon gelesen habe. Und ja, 100%. Es gibt nichts, was man jetzt irgendwie nachholen müsste, sollte. Und ja, das fühlt sich auf jeden Fall richtig cool an und es war jetzt auch irgendwie ein sehr kurzes Video, würde ich sagen. Ja, in diesem Sinne, vielleicht kennt ihr ja eins der Bücher, die ich da gelesen habe oder ja, habt vielleicht Buchtipps, die in eine ähnliche Richtung gehen. Freut ihr euch auf die nächste Reihe von Dennis E. Taylor? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich kann jetzt schon so viel sagen, im Juni diesen Jahres sind mehr Bücher als 6 eingezogen. Ja, so ist es. Ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.